بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفع. Nachdem wir die Buchstaben gelernt haben und ihren Harf. Hallo? Ich höre irgendwie nur jedes zweite Wort von Ihnen. IU, Fatha, Dhamma und Kesra. Und dann alles gemischt haben. Kannst du mich jetzt hören vielleicht? Ja, ein bisschen, aber es hängt ein bisschen. Okay, jetzt vielleicht? Ja, jetzt geht's wieder ein bisschen. Okay, vielleicht Wackelkontakt. Also nachdem wir die Buchstaben gelernt haben und die Zeichen, IU, Fatha, Dhamma und Kesra und auch deren Verlängerung mit dem Alif und dem Waw und dem Ya, haben wir hier noch ein Symbol, und zwar, wie hieß er nochmal? Ich glaube, das war ein S oder? Ja, genau, etwas mit S. Su, Ku, Sukuna? Sukun. Sukun. Nicht Sukuna, sondern Sukun. Okay. Und dieser Kreis im Koran kann auch ein bisschen anders aussehen, indem er zum Beispiel ein bisschen schmaler ist, ein bisschen ausgedehnter von beiden Seiten, von rechts und links, und eine kleine Lücke hat. Okay. So kann er auch aussehen. Was ist dieser Sukun? Dieser Sukun, da stoppt man darauf. Das bedeutet, den ersten Ton von dem Buchstaben, darauf stoppen wir. Zum Beispiel Elif, also stoppen wir auf dem Ä. Ba, dann stoppen wir auf dem B. Ta, dann stoppen wir auf dem T. Und so weiter. Ja. Ich benutze mal jetzt mein Spotlight, damit ich ein Beispiel gebe. Und zwar das erste Wort zum Beispiel haben wir als erstes Elif und Nun. Der Elif wird ausgesprochen. Warum? Weil wir ein Fetha haben. Hätte es ein Kesra, ein Strich unten, dann hätten wir I gesagt. Hätte es ein Dhamma, die Kurve oder das Ovale da, dann hätten wir U gesagt. Der Nun hat ein Sukun. Das bedeutet, wir müssen jetzt verbinden. Und sagen N. Hätte es ein Kessra, der Elif, wie gesagt, dann würden wir IN sagen. Hätte es ein Dhamma, dann würden wir UN sagen. Okay? Okay. Was hast du nochmal verstanden? Kannst du mir das erklären? Was Also, was der machen wir mit dem Sukun? Mit den Sukun? Der Genau. Sukun ist quasi das Ende. Wenn man zum Beispiel jetzt hier den Nun, sagt man nur den ersten Ton, also N. Also zum Genau. Beispiel hier jetzt Jan. Okay. Dann geben wir mal den zweiten als Beispiel. Das erste ist ja ein Sie sieht. Sieht. Genau, super. Sieht. Das dritte. Who? Whom? Whom, genau. Nächste. Hey. Und Verhum. Genau, super. Ohne zu verlängern, sagen wir Verhum. Hier natürlich in der Domme ist ein bisschen abgeschnitten. Und der zweite hat einen Sukun. Okay. Cool. Cool. Kulun. Kul. Kul. Und danach? Kul. Nun. Kul nun. Nicht nun, sondern das ist ein Nun, Kul. aber da ist ein Kulna. Fetha. Genau. Kulna. Kulna. Genau. Und wir achten, dass der A mehr zum G rauskommt. Ja, nee. Eigentlich ist es falsch, jetzt zu sagen Gulna, Gulna. Aber damit es für dich einfacher wird, versuch nochmal. Cool. Na. Genau, richtig. Nächste Zeile. Okay. Lun. Lun oder Lin? Ich muss kurz überlegen, das ist ja ein Leib. Okay, was für ein Zeichen hat er?
Ein Donma. Nein, Ein Dhamma oder Fetter. Fetha? Fetha. Fetter. Also, was sagen wir? Mit A, also. Genau, Le. also Len, genau. Len. Nächstes Wort. Okay, Ki Kif. If, ja. Ni Nir Nir Nirma. Genau, Name. Nächstes Wort. Okay. El El Elhu 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 Bäse Bäse. Versuch nochmal, das sind Sekunden. Das bedeutet, auf dem Ball musst du eigentlich stoppen. Ah ja. El Elhu Elhu El-Hub-Su. Genau, El Hobesu. Nächstes Wort. Okay. Ki Kir Kirne Kirne. Kirne oder ist es ein Ra oder ist es ein Del? Das ist ein Ra. Wie kann man den Del von dem Ra unterscheiden? Der ist kleiner. Nein, das ist ein Del. Genau, das ist ein Del. Warum? Weil der Ra genau so ist, nur dass er keinen Punkt hat jetzt. Also hätte haben sollen. Und der geht dann mehr runter. Aber der Del ist auf derselben Ebene, auf dem gleichen Strich. Also sagen wir. Del. Okay, wie sprechen wir das Wort aus? Dal? Okay, den Ganze Buchstaben Wort. stellen wir. Genau, das ganze Wort. ja, so, ah ja. Ki Kit Kit ne, Kit ne. Genau, richtig, Kidna. Nächstes Wort. Okay. Was ist das nochmal? Zweite Buchstabe für ein Wort? Das vergesse ich irgendwie mal. Ist es ein Der ganz Elif? letzte Buchstabe. Der Ja. ganz letzte Buchstabe im Alphabet. Ein I hier. Genau, richtig, ja. Also sagen wir. Okay, gut. Okay. Okay, genau. Wenn du okay schreiben möchtest, fehlt noch ein Buchstabe. Welchen Buchstaben müsstest du hinzufügen? Weißt du das? Schon. Nein. Fällt mir gerade nicht ein. Ich bin mir nicht sicher. Du müsstest bei dem Elif, also du müsstest mit dem Elif anfangen. Nur ein Elif da vorne und dann hättest du das Wort okay auf Arabisch geschrieben. Okay. Okay. Nächstes Wort. Min. Min, super. Okay. Wie ist das beim zweiten Buchstaben ein Dhamma oder weiter Nee, unten? das ist ein Hemza, das ist ein Elif. Nur, dass er eben auf der Ebene ist. Ohne Elif. Okay. War ich noch mal? Wie bitte bitte ich weiß gut bitte bitte Ungefähr. Bissa.
Weil bei dem Elif musst du ja auf dem Ö stehen. Dann sagst du Bissa. Okay? Genau. Natürlich, damit du jetzt schon weißt, diesen kleinen Hamza kann er entweder auf ein Elif stehen, auf ein Wow stehen oder auf ein Ja stehen oder auf gar nichts. Okay. Und wie Okay, erkennt man, nächstes für was Wort. genau er steht? Nee, also er steht, mit stehen meine ich, er ist auf diesem Buchstaben. Aber die Aussprache ist immer Elif oder Hamza. Okay, also Okay. bin Also es sieht anders verstanden. aus, die Form sieht anders aus, aber es ist alles ein Elif. Das hat nur mit der Schrift zu tun. Weil hier zum Beispiel bei dem Ba, da ist der erste Buchstabe, der Ba, der hat einen Strich unten, der hat einen Kessra. Und deswegen haben wir auf Arabisch, also beim Schreiben, die Regel, dass dann der Elif oder der Hamza besser gesagt, so auf eine Welle oder auf eine Kurve da oder auf dem Hügel da stehen soll. Okay? Okay. Also es hat mehr mit Schrift zu tun, aber du sollst einfach nur merken, dass der Hamza auf verschiedenen Buchstaben stehen kann, aber die Aussprache sind alle gleich. Alle sind Hamza. Okay. Und dann nächstes Wort. Okay. Re. Re. Res. Res. Res wo? Fast. Was kommt nach Hazza? Das ist er. Dat. Sort dort, Tor, so und dann Rein. ein, genau. Das ist ein Ein. Und dann hat er nun. Das Nein. Ja, der erste Teil vom Ein. Der Ein Nein. hat ja zweimal diese Welle. Einmal so oben klein und dann nachher ganz groß. Ah, okay. Ran. An, Ran. ja, an. Ran. 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 Was ist der letzte noch auf dem Buchstabe? Ich glaube, das ist ein Wo. Nee, du hast es so gut ausgesprochen. Herr war das. An, hu. Ranhu. Okay. Genau. Aber damit es deutlich ankommt, weil ich höre das ein bisschen undeutlich, es ist nicht ran, sondern an, okay? Okay. Dann gehen wir zum nächsten Wort. Okay. Fair. 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 Kuh. 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 Su. Genau, richtig. Fayyam Kusu. Nächstes Wort. Okay. Isam. Genau, ein bisschen deutlicher. Isen. Sa. Isen. Genau. Nächstes Wort. Okay. Cool. Den Kopf ein bisschen besser aussprechen. Cool. Okay. Rull. Cool. Okay, mit der Zeit wird das. Nächstes Wort. Was so cool? Versuche erstmal, wie gesagt, ein bisschen dünn diesen Buchstaben auszusprechen und dann kommt das schon in der Mitte. Weil es kommt ein bisschen mehr zum K raus. Und ein bisschen zu dick, sodass dann auch der Lärm dick wird. Aber der Lärm ist leicht. Rull, rull, Cool. rull. Cool. Da kommt ein bisschen noch der K. Dieses Stoßen gibt es da. K. Nicht Kull, sondern Rull. Cool. Okay. Sie.
Sieht, Hier sieht. genauso. Hier musst du auf dem Hemse stehen. Se. Genau, Sebu. Nächstes Wort. Genau. Nächstes Wort. L ist richtig. Und das ist ein Lam Elif. Das bedeutet, der erste Teil ist Lam, wie du gesagt hast, L. Der zweite Teil, wo der Strich ist, wo der Fetha ist, ist ein Elif. Also. Ein L oder ein A, ein L-A. E, L-A. L A, E. Genau. Und jetzt die zwei weiteren Buchstaben. Okay. Me Melo. Genau, alles zusammen. Zusammen L Elemelu. Nicht Elamelu, sondern El Amalu. Elemelu. Genau. Nächstes Wort. Okay. M. Genau. Hier. Kuhn. Genau, cool. Hilmo. Ein bisschen leichter, Wingi. Okay. In go in ja go Genau, ja, cool. In ja, cool. Nächstes Wort. Was falsch? Ein bisschen wie ein G nochmal. Kalamu, Kalamu. Okay. Genau, ja. La mu. Genau, jetzt war's super. Nächste Zeile. Super. Hol, holt, nein, host, Nochmal. host, Genau, Hus, ja. B, Bier, Bier, Bierse. Genau, besser. Lämmt,
Ja, cool. Ja, cool. Wieder hier, genau, super jetzt. Ja, Lam Terul, ja. Eck Ramu. Genau, ja, letzte Zeile. Ist Ja. Mur. Mo La Lam Ja. Ham. Genau, lam yerham. So, na. Versuch den Saal ein bisschen deutlich auszusprechen. Sa, das ist mehr so bei den oberen Zähnen, aber hinten mehr. Oder versuche es erstmal zwischen den Zähnen. Sa, sa. So, la. Okay, Sor, na. Jetzt die Zunge musst du auch beim Ra benutzen. Ra, Sor. So, na. Du benutzt mehr die Gurgel, du benutzt mehr den Hals. Also rein. Aber es ist mehr mit der Zunge. Die Zunge muss mehr nach so, wie soll ich sagen, geht mehr nach oben, sodass da eine kleine Spalte gibt, damit das Luft rauskommt. So. So, Du gehst mehr so, zum Hals. so, ne. Du, okay, der Anfang ist richtig. Der Anfang ist richtig. Du sagst erstmal so, aber dann kommt dann ein Ra rein raus. Du musst versuchen, zum Beispiel deine Zunge erstmal zu vibrieren. Also indem du sagst so, na. Und dann nachher wirst du dann später, sobald du dann das vibrieren kannst, kannst du dann den Ra ohne vibrieren auch aussprechen. Also erst erstes mal so wackeln lassen. So, ne? Und dann später gewöhnst du dich mit dem Vibrieren ab, sodass es dann so, ne, wird. So, Okay? so. Mit der Zeit. Okay, letztes Wort. Nochmal alles zusammen. Ei. Ei mu oder ei ma? Ey, mu, ey, ma. Ma, Genau, das. ei ma. Ey, ma. Ey, ma, na. Kum. Genau, richtig. Dann bleiben wir hier inshallah stehen. Rabbana afina wa'afu anna wa'hfazna bi asrari al-Fatiha.